So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine attraktive Fußballpartie. Und aus dem Stadion begrüßen Sie heute Tom Beyer und Sebastian Hellmann. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Fans sind da, die Stimmung ist großartig. Wir haben da unten zwei gute Fußballmannschaften auf dem Rasen. Bin gespannt, wie das ausgeht. Freuen wir uns auf den Anpfiff. Porto hat Anstoß. Van Beuten, Javi Martinez, Alex. Rafinha. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Gut abgefangen hat er da den Ball. Kolo Touré, Alex. Krasic. Eto am Ball. Ja, kann er besser, Samuel Eto. Ball kommt nicht an. Steven Gerrard. Und schon ist er vorbei. Oh, den hat er so gerade eben noch wegbekommen. Ja, den Einwurf für den Gegner kann der Abwehrspieler in Kauf nehmen. Und das ist richtig. Sie spielen über außen. Alex. Ja, Schiedsrichter zeigt gleich an, dass er das nicht durchgehen lassen will. Ja, und der Unparteiische gibt gelb, ausgerechnet diesem Spieler. Ja, genau, der muss jetzt aufpassen. Die Mannschaft braucht ihn, er ist der Torschütze. Alex. Krasic. Javi Martinez. Gut gemacht. Oh, robust, wie er da in den Zweikampf geht. Super gespielt. Toll, wie er da zuspielt. Ja, und die Kugel fliegt ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Eto. Javi Martinez. Die Abwehr steht gut. Ivan Rakitic. Capdevila. Ah, Gips. Und erstmal raus aus der Gefahrenzone. Schön. Eto. Samuel Eto's Zuspiel landet nicht beim Mitspieler. Gomez. Herrlich hereingezogen. Das ist doch eine klägliche Hereingabe. Ja, warum unnötig Risiko gehen in dieser Situation? Dann nimmt man lieber einen Einwurf in Kauf. Ja, und der landet irgendwo in nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Ja, Stürmer hat es geschafft, sich den Ball zu holen. Da hätte er da mehr draus machen müssen. Muss er treffen aus der Position. Unbedingt muss er den mit dem Kopf einnicken. Das ist Steven Gerrard. Ivan Rakitic. Das ist Mario Gomez. Guter Spielzug. Ja, das ist aber auch nicht. Und der Schiedsrichter ist gleich gefordert. Ja, und ausgerechnet der muss jetzt vom Platz. Ja, genau, der Torschütze, einer der besten heute, fliegt runter. Das ist natürlich bitter. Ja, und jetzt müssen wir, glaube ich, befürchten, dass für ihn die Partie wohl gelaufen ist. Absolut, sorgenvolle Mienen jetzt auch auf der Bank und auf den Tribünen. Das sah wirklich ganz böse aus. Wünschen wir ihm von hier aus gute Besserung. So, und die Verletzung ist anscheinend so schwer, dass er auf keinen Fall weitermachen kann und wird deswegen ausgewechselt. Ja, und so nutzt man den Heimvorteil. Sie haben das erste Tor erzielt. Ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ein Freistoß aus dieser Entfernung, der ist immer gefährlich. Ja, genau so stellt sich der Trainer das doch vor. Diese ewigen Übungsstunden, wo genau das durchgespielt wird. Und hier, dieser wunderbare Freistoß, da hat es funktioniert.
Der erste Treffer, das 1:0. Rafinha. Javi Martinez, Perea, Krasic. Das ist jetzt Capdevila. Grafit. Gomez. Könnte gefährlich werden nach der Flanke. Ja, da geht er auf Nummer sicher. Greift zur Faustabwehr. Und genau in den Lauf kommt der Ball. Ryan Giggs. Ja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Das ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Alex. Ja, Eto. Und der kommt genau an. Er passiert den Abwehrspieler. Stark, wie sich der Abwehrspieler da den Ball erkämpft. Schön. Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Ja, schwupp hat er den Ball. Gute Aktion vom Verteidiger. Eto am Ball. Und schon ist der Ball wieder in den eigenen Reihen. Und den kann er jetzt machen. Ui. Nee, nee, der geht nicht ins Tor aus, an den Pfosten. Und der Abwehrspieler bereinigt die Situation, allerdings auf Kosten eines Einwurfs. Rafinha. Ja, und er holt sich den Ball zurück. Ja, musste er auch. Der Ballverlust war ja auch ein wenig leichtsinnig vor. Rafinha. Steven Gerrard war das, der den Ball da abgefangen hat. Und jetzt Mario Gomez. Und jetzt. Und Tor! Sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. Ja, das sollte man nochmal beim Training vorführen. Einfach perfekt, wie er diesen Ball in der unteren Ecke platziert hat. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Ja, und der springt ja überhaupt den Grätschenden hinweg. Und sie kommen über außen. Abwehr steht goldrichtig. Diego, den Ball führt Capdevila. Schimau. Ja, und das ist jetzt Steven Gerrard. Schimau. Oh, das könnte gefährlich werden. Tja, und da scheint keiner vorbeizukommen. Eto, Alex, Schimau, Diego, Grafit. Ja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Krasic, Alex. Am richtigen Zeitpunkt ist er nach oben gesprungen. Der FC Porto holt einen Eckball raus. Toll. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Und die nächste Ecke bitte. Ah, der sah gefährlich aus. Gut. Oh, souverän geklärt. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ballbesitz wieder für den Gegner. Perea. Javi Martinez. Krasic. Alex.
Schön. Eto. Oh, das ist schon gewagt aus dieser Entfernung. Ja, ein bisschen sauer ist er da auf sich selbst. Obwohl das auch eigentlich unterm Strich eine ganz gute Aktion war. Perea. Das ist Van Beuten. Ja, Eto. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Krasic. Alex. Eto am Ball. Ja, kann er besser, Samuel Eto. Ball kommt nicht an. Javi Martinez. Wie entscheidet sich der Unparteiische? Ja, und da muss der Schiedsrichter auch reagieren. Ja, er muss die gelbe Karte zeigen. Das war schon eine harte Attacke. Ein gutes Tackling, ein faires Tackling. Javi Martinez, Van Beuten am Ball. Eto. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Perea. Ganz, ganz sicher hat er das gemacht. Van Beuten. Javi Martinez. Das ist Van Beuten. Rafinha. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Grafit. Er hat den Ball. Er hat den Ball in diesem Zweikampf behauptet. Van Beuten am Ball. Javi Martinez. Perea. Alex. Krasic. Javi Martinez. Ja, und die Gefahr hat sich erstmal erledigt. So, da sehe ich gerade, dass 4 Minuten nachgespielt werden. Gutes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Van Beuten. Javi Martinez. Schön. Eto. Alex. Jetzt hat er den Platz. Und Achtung, aufgepasst. Pfosten. Der Ball ist noch heiß. Da kommt er vorbei. Toll gemacht. Perea. Alex. Krasic. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Abwehr steht wie eine Mauer. Steven Gerrard. So, die Fans können erstmal durchatmen. Die erste Hälfte ist vorüber. Ja, Schiedsrichter hat die erste Hälfte beendet. Und das große Thema natürlich in der ersten Halbzeit, Sebastian, der Platzverweis. Ja, absolut, Tom. Also er hat seinen Gegner eindeutig erwischt. Da war er zu spät und zu ungeschickt. Das muss man ihm auch vorwerfen. Die Frage ist, ob es rotwürdig war. Ich meine eher ja. Wir haben es uns ja oft angesehen. Jetzt ist natürlich der Trainer in der Kabine gefragt, wie stellt er seine 10 Mann dann nochmal ein für die zweite 45. So, wir sind gespannt, welcher Trainer denn vielleicht seine Mannschaft in der Pause besser motivieren können für die zweite Halbzeit. Giggs. Der wollte da das Dribbling ansetzen, aber der Stürmer verliert den Zweikampf. Schimau. Und er kämpft sich den Ball zurück. So, wer gewinnt den Zweikampf? Der Stürmer setzt sich durch. Javi Martinez. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Krasic. Alex. Alex. Javi Martinez. Da freut sich der Trainer. Und der Ball ist im Tor.
sauber vom Ball getrennt. Ja, da kann man ja nur mit der Zunge schnalzen. Alex. Krasic. Eto'o. Erstmal geklärt. Das ist Steven Gerrard. Schimau. Das ist Giggs. Ja, da gab es aber... Oh, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Alex. Und ganz klar ist, wenn er jetzt die Nerven behält, dann ist das ein Tor. Der ist doch eigentlich normalerweise einer, der die entscheidenden Tore macht. Ja, in dieser Szene aber nicht, Tom. Also da versagt er ja förmlich vor dem Tor. Berea. Ah, da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, das gibt Einwurf. Ja, schön, Gerrard. Grafit. Klare Sache, Einwurf. Achtung, eine Durchsage. Im Stadion wird keine Gewalt geboten. Hier ist die Widerhand. Grafit. Na, das war schon fast am Rande der Legalität. Zieht ab. Abgewehrt hat er ihn, aber nicht. Das ist das Tor. Ja, eigentlich müsste man ihm jetzt den Punkt für die Torvorlage geben, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob er dafür einen Scorerpunkt kriegt. Nein, natürlich nicht. Aber, also, was hat der Torwart sich bei dem Abspiel gedacht? Den musst du doch einfach nur weit nach vorne schlagen und spielt dem Stürmer genau in die Füße. Das ist Van Beuten. Oh, jetzt hat der Trainer aber genug gesehen. Jetzt hat er genug gesehen und ändert die Taktik viel offensiver. Also er will... Souverän, wie er sich den Flankenball darunter pflückt. Gomez. War schwer so zu machen. Ball im Seitenaus. Es gibt einen Wurf für den Gegner. Ivan Rakitic. Ja, Eto. Ja, das war auch genau auf den Torwart gezielt. Schimau. Das war eine gute Flanke jetzt. Und der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Kopfball genau auf den Mitspieler. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Und Schuss. Ja, in der Defensive sind sie sehr aufmerksam. Ball im Seitenaus, Einwurf für Porto. Trainer will taktisch noch mal was ändern. Was heißt will? Er muss taktisch noch mal was verändern. Wechselt aus. Das ist jetzt Capdevila. Ivan Rakitic. Ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Haus. Ja, es muss Einwurf geben. Ja, ich habe eigentlich gedacht, die würden auf Defensive setzen, aber... Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe auch gedacht, es kommt ein Defensivmann, aber es bringt einen zusätzlichen Stürmer und das bei eigener Führung. Also das überrascht uns schon. Und Gerrard. Ryan Giggs. Grafit. Ja, das hat er gut gemacht. War auch eine schöne Finte. Der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Sauber gemacht, gutes Kopfballspiel. Ja, sah gefährlich aus. Gut, dass er da klasse mitgespielt hat. Ja, und die Flanke kam direkt auf den Torhüter. Nesta. Schimau. Das ist Mario Gomez. Entscheidet auf Einwurf.
Shimao. Auf was mag er sich wohl bei diesem Flankenball gedacht haben? Wir wissen es nicht. Seinen eigenen Fehler irgendwie wieder ausgebügelt. Ja, das wollte er aber auch. Das hat man gesehen. Ganz dynamisch nochmal nachgesetzt und sich den Ball zurückgerufen. Möglichkeit jetzt. Ecke. Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Ich glaube, Sebastian, den Ball wird er gerne nochmal bekommen. Ja, den wird er aber nicht nochmal bekommen. Eine Riesenchance lässt er da liegen. Carragher. Alex. Achtung, Flanke in den Strafraum. Ja, und was steht im nächsten Training auf dem Programm? Der Torabschluss? Und Kopfballpendel, Kopfballübungen, den muss er machen aus der Situation. Leichtfertig den Ball verloren. Rafinha, Guti, Perea. Van Beuten am Ball. Rafinha, Guti. Ja, und der Stürmer kann sich da gegen den Abwehrspieler nicht durchsetzen. Ja, da klärt er, der Verteidiger, wenig überhastet. Der hat einen guten Einwurf. Ja, was muss er machen? Was soll er machen? Er bringt nochmal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagt er sich, der Coach, klappt es mit einem frischen Spieler. Ja, gedacht war es gut, aber die Flanke kommt nicht durch. Alex. Ja, das sieht gut aus, diese Flanke. Ja, mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, und statt möglicher Torgefahr gibt es hier für den Gegner nur Einwurf. So, das gibt Eckball. Jetzt muss erstmal jeder seinen Gegenspieler markieren. Klasse Pass in die Spitze. Vorsicht, Kopfball. Tor für Porto. Tja, mit dem Treffer hat er sich vielleicht für die nächste Partie für die Startformation empfohlen. Einfach toll, dieses Stellungsspiel. Tolle Technik, tolles Auge, toller Kopfball und tolles Tor. Shimao. Da bahnt sich was an. Oh, das war eine klasse Chance. Mensch, wenn er den macht, dann ist das Ding schon fast durch. Ja, würde ich auch sagen. Aber es bleibt bei diesem einen Tor Vorsprung. Riesenmöglichkeit ausgelassen. Ja, er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Die sind richtig gut drauf, oder? Ja, schon das gesamte Spiel über solche guten Pässe. Richtig stark. Ball im Seitenaus, Einwurf. Aufpassen! Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. 5 Minuten, so viel Zeit ist das nicht mehr, um hier doch noch den Ausgleich zu erzielen. Da! Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Nur noch 3 Minuten zu spielen in der regulären Spielzeit. Und genau richtig getimt. Und für den Pass kann er sich bedanken. Oh, also die Chance hat er vertan. Und der muss rein. Der ist ja blitzschnell draußen gewesen. Und Tor!
Also wenn ich ehrlich bin, liebe Zuschauer, das Tor kommt für mich jetzt doch einigermaßen überraschend. Wie geht's da dir, Sebastian? Ja, also muss ich dir absolut zustimmen. Da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, seine Chancen auch wirklich zu nutzen. Das war mehr als überraschend. Ja, der hat schon die gelbe Karte gesehen und da musst du als Trainer natürlich aufmerksam sein. Ja, defensiveres Spiel ist jetzt angesagt. Ja, da war keiner der Kollegen in der Lage, diesen Pass zu verarbeiten. Ja, kein Wunder. Es hat diverse Unterbrechungen gegeben hier in der zweiten Halbzeit und deswegen werden 4 Minuten nachgespielt. Und bitteschön, Einwurf gibt's. Diego. Rodriguez. Oh, und weiter ist aufgepasst. Verteidiger klärt, Ball im Seitenaus, gut gemacht. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Chimao, Abwehrspieler. Und diesen Zweikampf, den musste er einfach gewinnen. Ja, das Risiko wäre ich auch nicht eingegangen, erklärt zum Einwurf. Und Eckball gibt's. Ja, der FC Porto wird jetzt abstoßen. Gerard, Carragher. Ryan Giggs. Der Schiedsrichter erkennt hier auf Freistoß. Und jetzt Mario Gomez. Er kommt an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ja, und wieder hat er den Gegenspieler erfolgreich vom Ball getrennt. Ball im Aus, hat einen Einwurf zur Folge. Ja. Ryan Giggs. Und so bereinigt man eine solche Situation. Und damit können wir das Endergebnis vermelden. 4:2 lautet das. Tja, liebe Zuschauer, herzlichen Glückwunsch kann man dann nur sagen. Denn manchmal ist es so, dass nicht nur das Ergebnis stimmt, sondern auch die Leistung, die dazu beigetragen hat, oder Sebastian? Ja, das haben wir auch vor dem Spiel immer wieder angesprochen und uns selber erhofft, dass wir so ein Fußballspiel sehen. Diese Spielkunst, dieser Offensivgeist, das hat mich wirklich begeistert. Also das haben sie toll gemacht. Ja, das war doch wieder mal ein spannendes Spiel. Tom Beyer verabschiedet sich von Ihnen, liebe Zuschauer. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.